Hallo und herzlich willkommen zu Football Bromance TV mit einer neuen Sonderfolge. Wir haben einen uns allen bekannten Gast uns zugeschaltet aus Cincinnati Live, Moritz Böhringer. Moritz, grüß dich! Servus. Da ist er. Björn Werner, komm, sag es. Nein, ich sag's nicht, aber ich freue mich, dass du da bist, Moritz. Die ganzen deutschen Fans, die Bromantiker, die fragen alle nach dir. Wie es dir geht, du bist ja ein ruhiger Typ, ne? Du bist ja ruhiger auf Social Media, obwohl du ja sehr viel in den News unterwegs warst vor 2 Jahren oder 3 Jahren jetzt schon, ne? Ist es schon ein drittes Jahr in der NFL? Das war 2016 war es, also ins. Boah. Das wäre jetzt die 5. Saison. Das ist jetzt schon so lange. Damals aus Schwäbisch Hall für die Leute kommen, wir müssen ja immer, das ist ja immer das Unfassbare, wir haben jedes Jahr neue Fans, die zum ersten Mal die NFL verfolgen, Football gucken. Du warst damals der erste Deutsche, ich glaube sogar der erste Europäer oder internationale Spieler, der gedraftet wurde, ohne College Football zu spielen. Korrekt? Yep, genau. Und ist das schon, weil es so damals, weil es damals passiert ist, ist es schon so ein bisschen, ja okay, der Gedanke ist schon weg, oder denkst du nochmal drüber nach und sagst, das ist schon ein geiles Ding, was ich da geschafft habe? Ja, ist schon was, worauf man stolz sein kann, aber das ist jetzt nicht irgendwas, wo man als Endziel haben sollte. Du bist, ey, ich hab dich ja was letztes Jahr IMG kennengelernt, das ist so geil. Moritz ist so ein ruhiger Typ und er ist echt so, ne? Aber wir kriegen dich, dass du dich hier öffnest in diesem Interview. Wir kriegen es hin. Wir dürfen nicht vergessen, eigentlich wollten wir später das Interview machen und wir haben Moritz geschrieben und ob er ein bisschen früher, und du bist gerade erst aufgestanden, du bist in den USA. Du lebst in. Wir haben ihn aus dem Bett geholt. Ja, genau. Wie lange in der Season, Off-Season lebst du in Cincinnati? Wie lebst du? Wo? Mit wem? Erzähl mal ein bisschen. Was du erzählen möchtest, allein. Natürlich. Ich lebe allein in einem Apartment. Ist ganz cool, weil es so ein altes YMCA und ich lebe im Basketballfeld. Die haben es so umgebaut und zweites Level reingebaut. Und ja, mein Hauptzimmer ist der Basketball Court unten. Na, echt? Nice. Yeah. Wie lange? Wie hast du das? Zeig doch mal. Wie geil ist das denn? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ich bin unaufgeräumt. Ist das geil. Gefällt dir Cincinnati als Stadt? Weil ich war ja in der Nähe in Indianapolis und ich muss sagen, ich bin kein Fan von der Stadt, so Cincinnati. Ja, es ist in Ordnung. Was ich mag, ist, dass alles ein bisschen näher ist, weil in Minnesota war einfach nur Minneapolis und dann nichts außenrum. Und wie schon gesagt, da ist ja Indianapolis einigermaßen nah und dann noch Columbus ist auch noch einigermaßen nah, dass man wenigstens noch ein bisschen raus aus der Stadt kann und was anderes sehen kann als außer die Stadt. Moritz, wir müssen dich natürlich jetzt mal fragen. Du hast ja deine Position geändert. Du warst ein Receiver bei Schwäbisch Hall. Unglaubliche Rakete. Ich erinnere mich noch dran. Jetzt bist du Tight End. Gib uns mal ein Status-Update. Gewachsen bist du nicht in der Höhe. Bist immer noch 6 Fuß 4. Wie viel wiegst du? Hast du weiterhin zugenommen oder hat es sich bei dir so eingependelt? Jetzt bin ich gerade bei 2,55. Also letztes Jahr haben die gemeint, über 2,50 soll ich kommen. So, also im ersten Jahr, als ich getauscht bin, also im ersten Jahr war ich vielleicht 2,40. So, 2,40, wir müssen das ja mal übersetzen, ne? 2,40 sind so 109 Kilo, ne? 2,55 ist jetzt schon ein richtiges Männergewicht, also. Ja, voll, das brauchst du auch. Das brauchst du, um die Defensive Ends zu blocken. Wie gefällt dir das, ja, das Blocken war, der Defensive Ends? Das, Carlos Dunlap. Das war das größte Problem im ersten Jahr, dass ich einfach zu leicht war und auch nicht die richtige Technik hatte und einfach keine Chance hatte. Und da hilft schon, also 10 Pfund mehr, das hilft auf jeden Fall. Ja, voll, und du bist im Training, ne, weil du im Practice Squad warst, gegen Carlos Dunlap, ja, der auch ein sehr, sehr langer Defensive End ist, mit langen Armen. Da brauchst du halt ein bisschen, ja, Gewicht. Der ist immer noch ein bisschen besser, weil der geht nicht so hart immer. Sam Hubbard, der ist der Schlimmste. Ja? Der geht immer. Der ist der Schlimmste. Sam Hubbard geht immer volle Watze. Macht immer Spaß.
Also ist er auch so der Practice Squad All-American, der jedes Training immer Gas gibt. Da kannst du nicht ein Snap mit einer Pause machen. Ja. Und Carlos ist immer so ein bisschen mehr gechillt, weil er einfach schon lang dabei ist. Ja. Moritz, erzähl doch mal, wie ist es dir in den letzten Jahren denn ergangen da drüben? Du warst jetzt, wie viele Jahre hast du auf dem Practice Squad verbracht und wie würdest du selbst deine Entwicklung einschätzen und uns dann auch einen Ausblick geben, was können wir von Moritz Böhringer oder was kannst du von dir selbst oder was erwartest du von dir selbst jetzt in deinem dann fünften Jahr NFL? Also. 5 Jahre schon. Ja, erstmal war ich in Minnesota ein Jahr Practice Squad, dann die nächste Saison bin ich dann gecuttet worden und dann ein Jahr später bin ich dann hierher mit dem Pathway-Programm nach Cincinnati. Und ja, im Prinzip haben sie mir nach letztem Jahr haben sie mir gesagt, ja, sie haben mich als Extraspieler gesehen, weil ich einfach Extraspieler wegen dem Pathway-Programm war. Und zumindest der Special Teams Coordinator hat gemeint, er will mir dieses Jahr richtige Chancen geben, zum Beweisen, was ich kann. Also hoffe ich mal, dass. Im ersten Jahr haben die dir direkt schon gesagt, in dein Gesicht, ey, du bist nur der Internationale durch den Pathway-Programm. Du wirst jetzt hier sein, wirst halt lernen. Das ist halt der Nachteil. Ja. Das ist halt der Nachteil an dem Programm. Aber ja, das ist auch ein Vorteil, weil letztes Jahr habe ich mich im ersten Preseason-Spiel, erster Offensive-Spielzug, Wade verletzt. Und ich denke nicht, dass ich ohne das Programm noch drin wäre. Du kennst das Business jetzt. Du bist ja schon lange in der Atmosphäre und du hast es selber schon gesehen, wie schnell Jungs gecuttet werden, vor allem wenn sie nur im Practice Squad sind oder einer der unteren Tierspieler. Du bist der 53. Mann auf dem Roster im Ranking. Eine Verletzung, vor allem in der Preseason bist du weg. Ne? Also da muss man ja wirklich sagen, dass das Programm ja doch denn in der Hinsicht mega geil ist, damit ihr erstmal einen Fuß habt ihr schon drin und was ihr daraus macht, ist ja alles über euch überlassen. Aber mal, das ist jetzt dein drittes Jahr, bei den Cincinnati Bengals, was jetzt kommen wird, korrekt? Ja. Bist du noch in dem Pathway-Programm, weiß nicht, in diesen Rahmenbedingungen mit drin? Oder, weil ich habe gelesen, du hast einen Futures-Vertrag bekommen. Erklär doch mal, wie dein Status jetzt gerade ist in diesem neuen Kalenderjahr in der NFL. Ja, ich bin einfach nur Teil des 90-Mann-Rosters wie jeder andere gerade. Also Pathway-Programm ist over. Das heißt, du bist nicht sozusagen geschützt, sondern dieses Jahr ist es tatsächlich make it or break it. Du hast deinen Special Teams-Koordinator angesprochen. Das war so ein bisschen meine Baustelle, ne, als Special Teams Assistant. Insofern habe ich immer schon gesagt und gehofft, hoffentlich schafft es Mobo gerade auch über die Special Teams zu kommen. Wie würdest du deine Entwicklung beschreiben, jetzt nicht nur als Tight End, als Blocker, als Receiver, sondern auch in den Special Teams? Hat sich da auch was vom Verständnis bei dir getan oder ist das ein Fokuspunkt von dir, Special Teams in diesem Jahr, an diesem Camp? Ja, auf jeden Fall. Vor allem in Deutschland habe ich Returner gespielt, Kick Return und Punt Return auch. Da bin ich hier ein bisschen zu groß und unbeweglich dafür, aber deswegen war es am Anfang, es war einfach alles neu und ich habe noch nie die Position gespielt gehabt und ja, das Practice Squad hilft da auf jeden Fall viel, weil du viele Wiederholungen kriegst, weil die ganze Zeit gegen Special Teams gehen musst und im Prinzip ja alles das Gleiche macht. Man macht eigentlich im Prinzip das Klitzegleiche, was auch die anderen Spieler machen. Nur halt mit dem Cap auf dem Helm, dass man sieht, dass man. Oh, das Kondom. Beanies. Das Kondom. Das waren die Kondome, die du über den Helm. Welche Farbe haben sie bei dir? Orange oder gelb? Gelb. Die gelben Mützen. Oh, wenn du als Footballspieler die aufsetzen musst, weißt du halt immer, du bist ganz unten im Team. Du hast es noch nicht geschafft, ey. Du hast es erst geschafft, wenn du nicht mehr dieses kleine Bing aufsetzen musst, ey. Diese Schwimmkappe auf dem Helm. Ach, Gott. Aber man muss. Da muss man durch. Was mich auch noch natürlich interessiert ist, weil du bist ja so ein ruhiger, netter Typ aus Schwäbisch Hall, ne? Immer ganz ruhig und beschaulich. War es für dich schwer, diesen Mentalitätswechsel zu vollziehen, weil die NFL gerade mit der Art von Spieler, die du da bekommst, die sind natürlich ein bisschen lauter, offensiver, Ellenbogengesellschaft. War es hart, sich als
so introvertierter, entspannter Typ aus Schwäbisch Hall, war es hart, sich da überhaupt erstmal reinzufinden? Und hast du dich jetzt reingefunden? Es kann auch ein bisschen helfen, dass wenn man zum Beispiel aus einem anderen Land kommt, weil dann sind immer alle interessiert, weil die deinen Namen sehen, denken die, Alter, was ist das? Was sind die Punkte auf dem Ö, auf dem O? Und dann da kommt man ein bisschen leicht ins Gespräch und so. Dann kann es schon ein bisschen nachhelfen. Was sind die, sind die Punkte über dem O? Das war bei mir auch immer, ne, mit Björn. Aber deine Offseason, du lebst jetzt schon, seit du bei den Cincinnati Bengals spielst, in Cincinnati. Wie verbringst du deine Offseason? Bist du auch dort drin? Hast du also, wenn jetzt die Corona-Krise nicht wäre, würdest du bei der Facility, also in der Facility von dem trainieren? Hättest du eine, weiß ich nicht, Exos, IMG? Erzähl doch mal, wie du dich fit hältst und wo du dich fit hältst. Ja, normalerweise gehe ich immer zu IMG, weil es ist einfach cool miteinander, mit den neuen Leuten im Programm dann immer rumzuhängen und zu sehen, was so Neues kommt. Und ist umsonst. Für mich. Die bezahlen es für dich immer noch, das Training. Yep. Special. Ich musste für mein Off-Season-Programm immer um die $15,000 zahlen für so eine 3 Monate. Das kostet ja alles. Ja, aber Geld, Moritz, das ist bei Björn auch okay, der war ein First-Round-Pick. Oh, der hat's doch! Gleichberechtigung. Gleichberechtigung. Ja. Aber wie lange bist du denn immer bei der IMG Academy in Florida mit den anderen Jungs? Auch 8 Wochen? Oder ein bisschen länger, kürzer? Ja, diesmal bin ich, glaube ich, in der 3. Woche gekommen und wäre bis zum Ende geblieben. Und dann ist halt ein bisschen kürzer gewesen dieses Jahr. Aber ich bin bis sie ihren Pro Day hatten und dann einen Tag später bin ich dann wieder hier zurückgekommen. Moritz, wann warst du denn das letzte Mal zu Hause? Ja, das war genau meine Also Art. zu Hause. Weil die anderen Jungs gehen ja immer nach Hause in der Offseason, ne? Was ich jetzt so mitbekommen habe. Und du bleibst da. Ja, normalerweise gehe ich immer so im Juni für eine Woche oder zwei. Mehr nicht? Also du bist schon Amerikaner. Du Lebensmittelpunkt ist Amerika. Komplett. Ja, im Prinzip, ja. Weil du bist der Einzige, glaube ich, der das also von den Pathway-Jungs dann macht. Weil alle anderen sehe ich die ganze Zeit in Deutschland rum. Sich rumtreiben. Ja, das ist mir immer zu stressig mit den ganzen Zeitverschiebungen. Da brauche ich immer viel zu lange, um mich umzugewöhnen. Und dann... Was sind denn deine Hobbys? Weil du hast ja sehr viel Zeit in der Offseason. Du kannst ja nicht den ganzen Tag trainieren. Was sind denn deine Hobbys in Amerika, wenn jetzt keine Corona-Krise da wäre? Was macht ein Moritz Böhringer in der Offseason, nachdem er trainiert hat? Ja, bei IMG sind ja die ganzen anderen. Da hänge ich mit denen rum. Und da ist auch im Prinzip den ganzen Tag. Und jetzt gehe ich halt viel ein bisschen Playstation und dann gehe ich zu meiner Freundin. Was spielst du? Okay, du hast eine Freundin? Okay, das ist so. Okay, jetzt haben wir jetzt kommen wir. Deine Freundin wohnt auch. Ist sie aus Cincinnati? Ist sie aus Cincinnati? Ja, ja, ja. Nice. Oh, deswegen bleibt er. Deswegen bleibt er in Amerika. Da müssen wir doch jetzt weiter bohren, weil, weißt du, am Anfang deiner Karriere, wir haben das ja von hier verfolgt, da hätte ich tatsächlich eher vermutet, dass du einer bist, der sofort wieder zurück zur Mama und zu den Freunden nach Schwäbisch Hall und wieder die gewohnte Umgebung. Aber jetzt hast du eine Freundin da, du bist schon ein paar Jahre am Stück da. Könntest du dir vorstellen, ganz und gar in Amerika zu bleiben, dann auch tatsächlich nach hoffentlich einer langen Karriere, die dann hoffentlich dieses Jahr durchstartet? Siehst du dich dann in Amerika oder sagst du, nee, pass auf, wenn das Ganze vorbei ist, dann komme ich auch zurück nach Deutschland? Ja, ich will auf jeden Fall noch mein Studium fertig machen in Deutschland. Das braucht noch ein Jahr und dann kann ich mir schon vorstellen, in beiden Ländern zu leben. Also ich finde es in beiden Ländern gut. Was studierst also ich du zu Hause? Weiß da nicht genau. Oder was hast du zu Hause studiert in Deutschland? Maschinenbau. Klassische Deutsche. Süddeutschland. Nice. Ja, und das konntest du jetzt einfach pausieren und wann auch immer kannst du das letzte Jahr dann sozusagen, das solltest du auch auf jeden Fall fertig machen, nicht so wie ich bin College Dropout, brauche noch ein Praktikum, nimm mich nicht als Vorbild. Machst du super. Für die Jungs da draußen, guck Movo an, so macht man's. Ne, geil. Eine Frage, Kasim Edebali, er war ja vor ein paar Wochen bei den Cincinnati Bengals. Beschreib mal Kasim Edebali. Gib uns ein paar. Ich weiß noch, wo Kasim, der Kasim und ich sehr eng und gesagt, ja, Moritz ist hier, er hat ja sehr viel Energie, ne? Und hat ganz einfach mit dir gequatscht, mit dir abgehangen. Wie würdest du den Leuten da draußen Kasim in der Bali beschreiben?
positiv verrückt in zwei Wörtern. Das ist gut, das ist das Reicht dann da, nee. Die kennen die alle. Ey, aber warte, das war doch bestimmt auch cool, ne, ihn im Training zu haben, auch wenn es nur ein paar Wochen war, ich weiß gar nicht, wie lange er da war, aber ja, auf jeden Fall. Ich hätte es mega cool gefunden, wenn irgendwie ein anderer Deutscher, wir im gleichen Team sind und dann, weiß ich, man hat sich ja dann noch, man ist so eine kleine Brotherhood, die ganzen Deutschen, und das wäre echt geil, sich gegenseitig zu pushen. Ja, ist auch immer lustig. Mobo, jetzt, du lebst da drüben, du warst ein Jahr in Minneapolis, du bekommst natürlich auch mit, was jetzt gerade los ist, das hat ja weltweite Aufmerksamkeit erregt. Wie ist die Lage in Cincinnati? Sind da auch Riots da draußen? Brennen Häuser? Weil wir kriegen das Ganze natürlich auf dieser Seite nur durch die Medien mit. Ist es in Cincinnati auch so? Kriegst du da was mit? Und kriegst du was von deinen Mitspielern mit? Wie groß ist das Ganze auch da drüben? Weil hier macht es natürlich den Eindruck, und deshalb fragen wir dich, das ist da drüben nicht nur ein bisschen groß, das Thema, sondern das Thema schlechthin. Wie nimmst du das wahr da drüben? Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist zurzeit immer um 8 Uhr Curfew, wenn man in der Downtown Area lebt. Yep. 20 Uhr. Also, ja. Ich glaube, am Freitag war irgendwas Downtown, aber ich habe das nicht ganz zu mir gekommen, weil ich lebe da nicht. Aber da haben sie gleich ein paar Fenster eingeschlagen und so Zeug. Und okay. Ja, ist auf jeden Fall. Ist das bei euch im Team unter euch, weil du bist jetzt schon wieder, die Facilities sind wieder offen, ne? Also das heißt, du bist irgendwie ein paar Stunden am Tag, bist du da? Na, wir haben immer noch alles online. Ist immer noch alles online, weil mir ja, weil nicht jeder, nicht jeder Bundesstaat hat es jetzt sozusagen erlaubt. Alle genau. Aufmachen. Die müssen alle gleichzeitig aufmachen. Die warten, bis die restlichen Bundesstaaten jetzt auch aufmachen. Aber wie laufen denn die virtuellen OTAs? Du hast es gerade schon vor. Erzähl mal ein bisschen. Machen sie Spaß? Was lernt ihr so Schönes? Ja, schon ein bisschen langweilig. Vor allem, weil wir halt nicht irgendwie einen neuen Film haben. Wir haben einfach nur die von letztem Jahr, wo wir die ganze Zeit angucken. Und normalerweise haben wir ja Practice-Film, wo man einfach dann mal was Neues hat, ein bisschen. Ne? Aber so ist halt schon. Du siehst zum 15. Mal, wie du vielleicht einen nicht geblockt hast und du siehst das Video immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist halt so schön. Ja. Wer ist denn bei euch im Tight End Raum gerade drin? Tyler Eifert ist, glaube ich, in Jacksonville. Wer ist denn noch in Cincinnati in deiner Tight End Gruppe drin? Wir haben 7 insgesamt. Also wir haben 7. CJ. Ja. Aber letztes Jahr haben wir auch. Wir haben 4 aktiv gehabt und 3 im Practice Squad. Okay. Also wir sind eigentlich im Prinzip alle die gleichen, außer Tyler ist mit einem Rookie ersetzt worden. Okay. Also wir haben CJ Usama, der ist so der Starter. Und dann Drew Sample, der ist letztes Jahr gedraftet worden. Dann noch Ethan Carter, der war letztes Jahr mehr so Special Teams, jetzt eher. So eine offensive Rolle wahrscheinlich auch. Aber das sind keine dann Big Names, die kannst du alle weghauen. Die kannst du alle weghauen. Da ist jetzt kein Pro Bowl auf deiner Position, die kannst du alle wegklatschen, Mobo. Kurz auf, jetzt habe ich die Frage vergessen. Aber mir fällt einer ein, weil ihr habt ja den First Pick overall gehabt. Das war das sogar, alter Schwede. Ja, der Werner hat schon ein bisschen. Hast du schon Kontakt mit Joe Burrow gehabt? Gab es da schon Kontakt? Gab es schon irgendwie ein Online-Meeting? Mit der ganzen Offense oder schon Kontakt zu ihm? Ja, das haben wir diese Woche angefangen mit Offensive Meetings, dass wir einfach durch ein Playsheet durchgehen und dann halt jeder sagt, was seine Aufgaben sind. Aber so privat irgendwie noch aufgrund der Corona-Krise noch keine Konversation und gehabt? Der ist jetzt auch erst diese Woche nach Cincinnati gezogen, der hat noch bei seinen Eltern im Keller gelebt, bis jetzt. So wie wir ein Pferd. Ich bin beim Schwiegervater im Keller hier in Brandenburg. Aber wie fühlt sich das denn an? Einfach Joe Burrow, Number One Overall Pick, erst aus Ohio, in den Medien natürlich alles groß, hier drüben groß. Hast du das gespürt? Also spürst du so ein bisschen die Energie, die erst auch da mitkam mit Joe Burrow zu den Cincinnati Bengals, nachdem ihr letztes Jahr ein schlechteres Jahr hatte? Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall ein guter Schritt und ich denke, dass ich
auch ein bisschen was ändern wird. Was natürlich ein bisschen dumm ist, dass wir jetzt die Meetings nur online haben und nicht wirklich trainieren können, weil es halt schon wichtig für einen Quarterback, dass der dann eine Connection mit den anderen Spielern hat. Von daher sehe ich ein bisschen als Nachteil für uns, dass das ganze Corona-Dings anfängt. Ja, das stimmt. Und sag mal, Mobo, jetzt, wo wir dich am Apparat haben, Björn, Werner und ich haben uns ja letztes Jahr gefragt, warum um alles in der Welt haben sie Andy Dalton gebencht? Was war denn, ich will jetzt nicht wissen, was war los, weil du kannst ja natürlich jetzt auch nicht so wie aus dem Nähkästchen plaudern, aber wie war denn die Stimmung, als Dalton sich auf die Bank hat setzen müssen? Weil der ist ja schon ein proven Player, der hat ja jetzt auch nicht so schlechte Jahre bei den Cincinnati Bengals gehabt. Ja, es hat sich schon komisch angefühlt. Vor allem, weil es war ja eigentlich größtenteils nicht seine Schuld. Es war einfach, wir haben als Team nicht gut gespielt und auch viele Spiele knapp verloren. Aber ich denke, das ist einfach wahr, weil sie wollten einfach gucken, was Ryan Finley kann und schon fürs nächste Jahr planen, weil wir waren eh schlecht. So, das heißt, Finley hat dann gezeigt, dass er nicht die Antwort ist. Dann sind sie ja zurückgegangen zu Andy Dalton. Und dann habt ihr endlich mal ein Spiel gewonnen. Aber war da schon irgendwie klar, dass Andy Dalton sozusagen auf dem Weg raus ist? Oder war das für euch als Spieler noch gar nicht so ersichtlich? Nee, das war noch nicht wirklich klar. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht geblieben wäre. Aber der Vertrag, er hat einfach zu viel verdient für Backup-Vertrag. Und ich denke, dass das dann das Entscheidende war. Hattest du ihn das angesehen, dass er sauer war? War ja der gleiche, wo er also auf die Bank gesetzt wurde. Hat man irgendwas gemerkt in der Umkleidekabine? Ja, das Gute ist ja, dass er immer Backup-Quarterback macht, der Scout-Team. Also hat einfach nur versucht, die komplette Defense zu stören im Scout-Team. hat er mir ja Bock gemacht, weil er die jetzt geworfen hat. Achso, er musste ja zu dir die ganze Zeit den Ball werfen, denn. Ja, ja. Geil. Das waren ein paar gute Wochen. Da lacht er. Also, Moritz hat davon profitiert, dass er von Andy Dalton die Piff um die Ohren geschleudert bekommen hat. Moritz war, Andy, bleib mal hier, komm, sei mal der Backup nächstes Jahr. Ne? Das wird mir helfen im Trainingscamp. Nimm mal einen Paycut, du brauchst nicht so viel Geld. Nee, ach, geil. Mega. Ja, dann bleibt uns doch eigentlich nur noch, sag ich mal, am Ende vielleicht noch mal vorauszugucken. Was glaubst du, wie sind die Chancen für Cincinnati Bengals mit Joe Burrow im ersten Jahr und wie siehst du realistisch deine Chancen? 53 Man, klar, wir drücken dir die Daumen, aber was ist dein Plan persönlich? Nur 53 oder zu sagen, hey, ich will in die Rotation, für den Special Teams. Wo geht der Weg mit Moritz Böhringer hin? Ja, mein Ziel ist, Special Teams zu starten und dann während der Saison immer ein bisschen höher in den Tight End Ranking zu kommen und dann am Ende vielleicht ein bisschen Spielzeit als Tight End zu bekommen. Weil wir haben viele und wir haben gute, aber es ist nicht so, dass es unmöglich scheint. Aber ich denke, dass der Weg über Special Teams einfach darüber viel Spielzeit zu bekommen und dann langsam im Tight End mehr Plays zu bekommen, dann Plays zu machen während der Saison als Tight End und dann dort höher zu kommen. Du bist ja ein sehr athletischer Tight End. Du bist extrem schnell für deine Size. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht langsamer geworden bist, sondern nicht wirklich. Nur größer und kräftiger. Wie würdest du dich ansehen? Gibt es irgendeinen in dem Tight End Room, wo du sagst, ja, der ist halt größer, kräftiger und noch schneller als ich? Oder sagst du, hey, unter den athletischen Tight Ends bin ich eigentlich der Typ, der am athletischsten ist? Weil Rennen und den Ball fangen, das kannst du, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe, der schnellste bin ich auf jeden Fall von allen, die wir haben. Es gibt welche, die größer sind und schwerer, aber auch nicht so extrem viel. Und ich denke auch, dass es Receiver-Spielen geholfen hat mit dem Route-Running und einfach da ein bisschen, dass ich da bessere Technik habe. Und das ganze Blocking-Verständnis ist jetzt auch letztes Jahr, also auf jeden Fall habe ich einen großen Schritt gemacht in dem Bereich, weil es ist irgendwie
fühlt sich jetzt viel verständlicher an und besser. Ja, das ist doch schon mal ist ein Riesenschritt. Aber die hätten dich ja nicht ohne Grund dir den Futures-Vertrag gegeben, wenn sie nicht irgendwas in dir gesehen hätten, ne? Weil du bist nicht mehr im Pathway-Programm. Das ist meine andere Frage nochmal. Ich weiß nicht, wie zählt es mit dem Pathway-Programm? Weil ich glaube, die Regel damals war, du darfst insgesamt 3 Jahre Practice-Squad machen und danach, wenn du gecuttet wirst, darfst du nicht nochmal ins Practice-Squad. Weißt du, wie bei dir die Regel ist? Wie viele Jahre du jetzt auch? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Ja, das ist halt alles ein bisschen ist auch egal, Mo, mach doch weiter, hol dir den Spot. Ja. Wir drücken dir ja hier drüben die Augen. Weißt du, ich habe noch eine Frage. Unterschied GFL, NFL. Sag mal bitte allen da draußen, wie groß dieser Unterschied ist. Ja, GFL. Ich konnte von der niedrigsten Liga in die GFL kommen und habe immer noch dominiert. Von der GFL in die NFL ist halt, ich hatte nicht mal ein Team geschafft. Also für alle die, die jetzt in der GFL spielen und sagen, ich will das schaffen, was Mobo geschafft hat, ist ein langer, harter, beschwerlicher Weg. Und weil ich glaube, es gibt viele, die denken, oh ja, das kann man ja mal so schaffen. Also es ist schon... Vor allem, wenn Welten dazwischen. Das, was er gesagt hat, er hat ja dominiert in der GFL. Und für die Jungs da draußen, wenn ihr es nicht schafft, in Deutschland rauszustechen, wird es sehr schwer. Hier fliegt eine Fliege die ganze Zeit rum, Mann. Wird es sehr schwer, das durchzusetzen in Amerika. Auch auf dem College-Level. Ne? Also rasiert erstmal alles in Deutschland, damit ihr eine Chance überhaupt kriegt. Hey, wir danken dir. Moritz, vielen Dank für deine Zeit. Dass wir dich so früh geweckt haben, aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen dir alles Erdenkliche, Gute. Wir drücken dir die Daumen, so, dass du es in den aktiven Roster schaffst und Spielzeit bekommst und vor allem erstmal in der Preseason eine Gelegenheit hast, zu zeigen, was du drauf hast. Ich bin seit Tag 1 Mobo-Fan, ich sag's ganz ehrlich. Ich würde mich so freuen, wenn du es schaffst, weil du hättest es verdient. Dankeschön. Noch eine Frage, bevor wir auflegen. Hast du schon irgendwas gehört, weiß nicht, vom Team, von den Coaches, ob die reguläre Saison normal anfängt, was der Plan wäre mit Preseason, werden sie nicht die Preseason? Hast du schon irgendwas gehört wegen der Corona-Krise? Nee, also ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch 2 Wochen Minimum die Online-Meetings haben. Also ich denke, dass es nicht vor dem Training-Camp, dass wir da nicht irgendwas Training haben oder so. Aber du fühlst dich, was du jetzt gerade hörst. Aber die Preseason-Spiele, denke ich mal, dass sie die schon durchziehen, auch wenn sie ohne Fans wahrscheinlich, denke ich mal. Nein. Ja, wir hoffen es. Wir hoffen es auch. Aber keine Ahnung. Und ihr natürlich, ihr als Spieler, ich weiß, ihr und du willst dich beweisen. Wir drücken dir die Daumen. Vor allem spielen wir spielen Minnesota in der Preseason. Oh! Okay. Aber. Ja, Moritz, wie gesagt, wir drücken dir die Daumen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, dass alle Run-NFL-Fans, alle Bromantiker, die diesem Kanal, unseren YouTube-Kanal folgen, sich gefreut haben, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken dir die Daumen und wenn du dann auf dem aktiven Roster bist und spielst, werden wir dich weiter stalken und vielleicht dich nochmal zwingen, nochmal früh aufzustehen für uns. Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Mobo. Björn Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschüss.